Ja, hallo und willkommen bei einer neuen Ausgabe von Ollis Magic Vlog. Ja, fangen wir gleich an mit dem, worauf alle von euch warten, mit der Verlosung von den Items, die ich letzte Woche da zur Verlosung angeboten habe. Ja, werden wir mit der schnellsten Auslosung beginnen, nämlich mit dem Hedron. Da gibt es nur zwei verschiedene Leute, die sich dafür angemeldet haben und der Gewinner ist Alexander Rechberger. Ja, bitte einfach im Shop abholen. Ab Freitag liegt's bereit. So, dann haben wir die Goodie Bag. Da haben wir drei verschiedene Leute. Also eine ganz gute Chance auch hier, das zu gewinnen. Und wir haben Manuel Pavlichenko. Gewinnt das Goodie Bag auch ab Freitag im Spielraum abzuholen. Wenn es irgendwelche Fragen gibt bezüglich Abholen oder so, dann einfach über YouTube fragen, mich anschreiben, den Spielraum eine Mail schreiben, wie auch immer. Wir werden eine Lösung finden. Für das T-Shirt haben wir auch drei. Das geht an Patrick Tomelitsch. Auch ab Freitag im Shop abzuholen. So, und jetzt das heißeste Item, die Trinkflasche. Da sind schon bedeutend mehr Kandidaten. Wer wird die Trinkflasche bekommen? Brian, auch du bitte ab Freitag abzuholen im Spielraum. Gut, soviel zur Verlosung. Wenn es Fragen gibt, einfach, wie gesagt, irgendwem anschreiben. Ja, und dann gehen wir jetzt gleich ins Medias Res mit dem aktuellen Thema. Das war der Grand Prix Brüssel letztes Wochenende. Einige Österreicher waren dort, inklusive mir. Ja, ich habe wieder Duck Chase hier gespielt. Das Resultat war, naja, 10, 4 und 1. Das war gut für einen Pro-Punkt, der aber leider wahrscheinlich nichts bringt. Und auf Tiebreak habe ich kein Geld gewonnen. Zum zweiten Mal jetzt in Folge war ich zugegebenermaßen ein bisschen grantig, aber okay, das passiert, das ist Pech. Unter der Voraussetzung, dass ich mit Fieber am Samstag gespielt habe, ist es gar nicht so schlecht. Also mittlerweile geht es mir wieder gut, aber am Wochenende, ja, wenn es nicht irgendwie ein Grand Prix gewesen wäre, hätte ich das Bett vermutlich nicht verlassen. Was positiv dran war für mich persönlich, war, ich hatte das erste Mal das Vergnügen, einen Deck-Check und ein Deck-Interview zu machen. Das findet man auf der Coverage bzw. im Twitch-Stream, also über Dark Chesky, das ganze Video, plus einen Sideboard-Plan, den findet man jetzt auch auf www.wizards oder magicthegathering.com. Und ja, sonst, was ist passiert bei dem Grand Prix? Die Österreicher haben ganz gut abgeschnitten, Makel wieder X3, wieder drei Pro-Punkte, der will mich da nicht einfach Team-Captain werden lassen ohne Kampf. Und der Matti Kirchler ist Neunter geworden auf Buchholz, das ist besonders bitter, vor allem weil es ihm schon zum zweiten Mal passiert. Irgendwann wird er hinkommen. Gratulation trotzdem an der Stelle, ist ein fettes Resultat. Ja, gewonnen hat Esper Dragons in den Händen von Lukas Blohorn. Für viele ein totgesagtes Deck. Ich habe im Gespür gehabt, dass das Deck ein Revival haben wird. Dass es gleich den Grand Prix gewinnt und mehrfach in der Top 8 vertreten ist, hat mich jedoch dann selbst überrascht. Und das zweite Breakout-Deck des Turniers war eindeutig Rally the Ancestors von meinen Teammates. Drei Leute haben das gespielt, das Deck. Alle drei haben Top 8 gemacht und das ist eine ziemlich beachtliche Leistung, muss man sagen. Also, ist auch gut für das Format, es ändert sich wieder ein bisschen was. Also, tolle Geschichte, ganz spannend eigentlich als Zuseher daheim, kann ich mir vorstellen. Ja, sonst mag ich eigentlich gar nicht so viel zu Grand Prix Brüssel verlieren. Es ist schade, dass es jetzt der einzige Europa Grand Prix war bis Grand Prix Bologna Mitte März. Das ist leider geschuldet durch relativ durchschnittliche europäische Veranstalter auf der Grand Prix-Ebene.
Weil das sollte nicht passieren, dass einfach 4 Monate jetzt kein Grand Prix ist. Ja, der offizielle Statement ist, die Verfügbarkeit von Hallen war nicht gegeben und das heißt einfach, die haben zu spät angefangen, sich drum zu kümmern und das finde ich eigentlich ziemlich peinlich. Ja, aber das ist meine persönliche Meinung. Gut, und dann kommen wir zu euren ganzen Fragen, die ihr mir geschickt habt. Danke. Es sind einige coole Fragen dabei, gleich vorweg. Die ganzen Fragen zu Magic Pro Player, wie hat meine Karriere begonnen, was waren spezielle Momente für mich, wie kann man als Magic-Spieler leben, geht das überhaupt? Das werde ich alles nächste Woche in einem Vlog machen, weil das passt alles relativ gut zusammen und sprengt heute den Rahmen. Also heute gehe ich auf die ganzen anderen Fragen ein. Ich hoffe, das ist okay für euch, es wird keiner vergessen, weil das ja auch offensichtlich einige Leute interessiert. Gut, ja, dann fangen wir an mit meiner Lieblingsfrage, was zu meinem favorisierten Bier auf meinen Reisen geworden ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist leider sehr enttäuschend, weil ich mag eigentlich nur Helles bzw. Märzen und das kriegt man nicht überall, beziehungsweise stehen sich alle so auf Craft Beer, das ist nicht meins. Von dem her muss ich leider sagen, das Bier, was ich am meisten auf den Reisen getrunken habe, war wahrscheinlich das amerikanische Budweiser oder PBR. Also muss ich leider enttäuschen bei dieser Frage. Nächste Frage ist, was mein Lieblings-nicht turniertaugliches Deck ist. Das geht lang zurück, weil es war ein turniertaugliches Deck und ich habe immer versucht, es zu spielen, wenn es irgendwie möglich war, aber der Zug ist leider jetzt lange abgefahren. Das war Wildfire. Das ist, ja, war immer eins meiner Lieblingsdecks, beziehungsweise habe ich die Karte unglaublich gerne gemocht, aber ja, Wildfire war vor, also nicht 8 bis 10 Jahren, glaube ich, aktuell. Das ist leider nicht mehr der Fall. Die nächste Frage war zum Legacy Grand Prix und zwar, welche Lens-Variante ich bevorzuge und warum. Ja, das ist ganz klar die Rot-Grün-Combo-Variante, weil man hat halt den Turn 3 Kill im Deck. Man kann noch immer den Kontrollplan fahren, man hat aber Nagel, Mace of Eid und natürlich die Punishing Firegrove auf der Burn Willows Combo. Glacial Chasm ist auch im Deck. Also, ich würde einfach, es ist der schnellste Weg zu gewinnen und du hast die ganze Disruption auch im Deck. Also, ja, glaube ich nicht, dass es notwendig ist, da noch extra Farben bzw. extra Karten zu spielen. Ich mag das so, wie es ist eigentlich. Die nächste Frage ist, warum ich eigentlich nicht streame bzw. Video aufnehme oder habe ich das schon gemacht, wie auch immer. Ich habe früher Videos recorded für eine andere Seite. Es war okay. Ich bin nur drauf gekommen, dass ich einfach beim Streamen wirklich viel schlechter spiele und da einiges verloren geht und auch vom Spielraum her, wir haben ja, wie ihr gesehen habt, jetzt jeglichen Magic Online Content abgedreht von der Seite. Von dem her werde ich auch sicher nicht für die Spielraumseite irgendwelche Streams oder Videos machen. Es kann sein, dass das irgendwann mal passiert, dass ich für mich privat einen Stream oder Videos einrichte, aber nicht in naher Zukunft und primär, ich tue mir wirklich schwer, gut zu spielen beim Streamen. Dann die nächste Frage war zu einem speziellen Pro-Player, Shahar Shenhar, was ich von ihm halte. Ich habe einmal gegen ihn gespielt, da war es schon relativ egal, das war auf einem proto-zweiten Tag mit furchtbarem Resultat. Ja, er ist nett, ich kann nicht viel über ihn sagen, nichts Negatives, nichts Positives eigentlich, weil ich kaum Interaktion mit ihm hatte. Er wirkt sehr nett, die anderen Leute reden positiv über ihn, also muss ich da auch einfach glauben, dass er ein netter Kerl ist. Beim Spielen gegen ihn war super, super gemütlich alles, also gibt es nichts Negatives zu berichten. Nächste Frage war, was ich davon halten würde, wenn es mehr MTG, also Magic gebrandete Artikel geben würde, wie zum Beispiel Bettwäsche oder so. Also gerade in puncto Bettwäsche, das finde ich eher doof. Beziehungsweise glaube ich nicht, dass sich das irgendwie auszahlt, weil das genug Leute kaufen würden. Es gab den Versuch, einmal Schuhe zu machen, das ist furchtbar in die Hose gegangen. Das heißt, wenn, werden sie sich, glaube ich, eher darauf spezialisieren, Magic-Produkte zu machen. Was ich nicht verstehe, ist, warum es nicht so Sammelmappen
also so dicke Sammelmappen mit den Motiven von der jeweiligen Edition gibt. Das gab es früher, das war eine super Sache, das hat allen taugt und war immer sehr schnell in den Shops ausverkauft. Ich weiß nicht, warum es das nicht mehr gibt. Das fände ich cool, was ich auch noch cool fand, weil früher, wie ich angefangen habe zu spielen, gab es so Magic-T-Shirts halt, mit hinten eine, vorne ist halt Magic standen, hinten war ein Bild von einer Karte drauf. Das war damals großartig, keine Ahnung, vielleicht ist das heute einfach nicht mehr interessant. Ja, das ist meine persönliche Meinung. Also es braucht jetzt keine Schuhe oder Bettwäsche, aber man könnte die Produktpalette noch für die Edition Magic-technisch, glaube ich, erweitern. Die nächste Frage ist Standard, und zwar über das Ramp-Deck, das da jetzt ja neu aufgepoppt ist und wird das über kurz oder lang, also wird das ein Player im Format werden. Ich glaube, es wird immer da bleiben, aber es wird nie so das Monster Tier 1 Deck werden. Ja, es ist gut, dass es im Format ist, es gibt es macht was, was die anderen Decks nicht machen, aber es ist halt einfach nicht super konstant. Das heißt, ja, es ist kein schlechtes Deck, es ist vollkommen legitim. Und ja, ich glaube, es bleibt so lange da bis zur nächsten Rotation halt. Oder mal schauen, was mit Oath passiert, aber ich würde das Deck nicht abschreiben. Ja, und das kommt, da kommen wir gleich zur nächsten Frage. Was erwarte ich von der nächsten Rotation? Beziehungsweise wie verändert sich das Meta und ob ich mich darauf freue? Also das waren zwei Fragen in einem. Was erwarte ich mir? Also uns muss klar sein, wir verlieren die monströsen Mana-Bases. Weil die Fetchländer weg sind, das heißt, man wird zurückgehen zu zweifärbigen Decks. Zusätzlich rotieren die ganzen Khans-Karten raus, das heißt, keine Siege Rhinos, keine Mantis Rider, keine Cradling Dooms. Man muss sein Mana nicht mehr stretchen, man will sein Mana nicht mehr stretchen. Einige andere Karten wie Dig Through Time sind weg, Ugin ist weg, Wingmate Rock ist weg, also da fliegt viel raus. Das Format wird sich komplett ändern und da muss man einfach warten, was dann noch kommt. Schaut gerade eher so aus, als wäre es ein stärker zweifärbiges Deck oder potenziell sogar einfärbig, weil dreifärbig einfach nicht möglich ist. Du hast keinen Mana-Support mehr, wenn die Fetchlands und die Trilands weg sind. Also dann nur mit den Battlelands eine Mana-Basis basteln. Da, ja, weiß ich nicht. Vielleicht gibt es noch so Esper Dragons, das kann ich mir vorstellen, weil halt Ojudai und Dragonlord Silumgar und eine Farbe splasht man dann halt leicht rein. Das gab es davor schon. Das war damals der Weißsplash für Ojutai. Kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das wieder so aussehen wird oder ähnlich. Ja, ob ich mich drauf freue? Natürlich freue ich mich. Ich finde Standardrotationen immer großartig und Siege Rhinos und Mantis Riders haben jetzt meiner Meinung nach lang genug gegeneinander gekämpft. Nächste Frage. Eine meiner Lieblingsfragen, die gestellt worden ist, und zwar ich von unserem Trinkflaschen-Sieger. Und zwar, wenn ich eine Karte designen dürfte, wie würde diese ausschauen? Hat relativ lang gedauert. Und zwar, das wäre eine Kreatur, die würde 2 blaue Mana kosten. Wäre 3-2 Flying und hätte Flash. Wenn sie ins Spiel kommt, ziehe eine Karte, discarde eine Karte. Und dazu hat sie noch die Channel-Fähigkeit. Und zwar, das ist eine Fähigkeit, die gab es damals im Kamigawa-Block. Man konnte diese Karte aus seiner Hand abwerfen, um dann einen Effekt auszulösen. Und zwar, das wäre so sozusagen ein Double Channel. Die Fähigkeit würde kosten 2 Colorless und 1 blaues Mana, Counter Target Spell. Die zweite Channel-Fähigkeit wäre 2 farblose Mana und 1 blaues Mana, Draw 2 Cards. Und weil ich es mir aussuchen kann, kann man das fusen, also für 4 Colorless und 2 blaue kann man 2 Karten ziehen oder einen Spruch countern. Das wäre die Karte, die ich designen würde. Vermutlich wäre es vom Flavor eine Fairy, weil es eine blaue Kreatur ist, die fliegt und Flash hat. Das passt da ganz gut rein. Und das würde ich keinem wehtun, wenn das Deck einen Push bekommt oder die Karte wäre es dann halt auch natürlich großartig. Ja, die nächste Sache ist wieder Standardblock oder Standard. Format, und zwar das Einsteigerproblem, weil es momentan so teuer ist, speziell die Fetchländer. Ja, ich gebe dir recht, das momentane Standardformat ist verrückt teuer, wenn ich mir anschaue, was wir auf der Proto gespielt haben. Wir haben ein Deck gespielt mit 9 Fetchländern, 4 Gideon, 4 Chase, 4 Hangerback Walker. Das Deck kostet einfach sofort 500-600 Euro oder wahrscheinlich noch mehr. Und
Ja, das ist offensichtlich ein Problem. Welchen Tipp ich euch jetzt geben kann, dafür ist, wartet bis zur Rotation, bis die Fettschäden draußen sind. Das Format wird eindeutig billiger werden. Weiterhin mit Chase, weiterhin mit Gideon, weiterhin mit Hengebeck Walker, aber die Fettschäden sind weg und die Mana-Basen werden dadurch günstiger. Und Mana-Bases sind meistens das teuerste in Magic, egal in welches Format man jetzt schaut, ob das jetzt Standard, Modern, Legacy ist. Es ist immer die Mana-Basis, es ist das Wichtigste im Spiel. Und ich meine, so schlecht ist ein Investment in Fetch-Länder auch nicht, wenn man Modern oder Legacy spielt. Man braucht die Fetch-Länder sowieso, sie wären auch nicht mehr billiger. Also eher jetzt kaufen oder ja, warten und bis dahin eher ein Tier 2-Deck spielen, weil ich glaube, es gibt außer Eldrazi Ramp, was ein richtiges Budget-Deck ist, kein Deck ohne Fetch-Länder, beziehungsweise ein Deck, das ansatzweise ohne Fetch-Länder funktionieren könnte. Nächste Frage ist, welche Tipps kann man geben, um ein besserer Spieler zu werden? Das ist eine lange Frage. Alles, was ich jetzt sage, wird nicht ausreichend sein. Ich finde, das Wichtigste ist, spiel gegen bessere Leute. Hör auf das, was bessere Leute dir sagen. Schau besseren Leuten beim Spielen zu. Davon lernt man mehr. Dazu kommt natürlich, dass du mehr Magic spielen solltest, wenn du wirklich besser werden willst. Das heißt jetzt nicht, dass dich jeden Deck hinsetzen muss. Aber richtig besser wird man nur, wenn man gegen bessere Leute spielt. Ja. Zusätzlich kommt dazu, dass man versuchen sollte, reflektiert zu sein und auf die Meinungen von anderen zu hören, die auch teilweise zu diskutieren, wenn man einen anderen Standpunkt hat. Aber Leute, die mehr Erfolg haben, wissen es auch meistens besser. Also das ist, ja, brauche ich jetzt nicht, will ich jetzt nicht genauer darauf eingehen, aber wenn jemand sagt, der viel Erfolg im Magic hat, hey, spiel das so und so, und dir keine Begründung gibt, sondern das einfach nur so beiläufig sagt, dann mach das, er hat sich sicher was dabei überlegt. Ja. Also nicht, dass man jetzt jedem blind vertraut, der ein bisschen besser ist, aber wenn Leute wirklich eine Ahnung haben, die wissen dann schon, wovon sie reden, beziehungsweise diskutiert das aus. Also das sind die schnellen Tipps, um besser zu werden. Ja, wie gesagt, viel spielen, FNM spielen, de verschiedene Decks ausprobieren, herausfinden, wo ist man gut, wo ist man schlecht. Es gibt Sachen, da ist man einfach besser als in anderen. Also manche Leute spielen gerne Aggro, manche spielen gerne Midrange, manche spielen gerne Control. Muss man auch herausfinden, was da für einen das Beste ist. Also das wären so die ersten Tipps, wie man zu einem besseren Spieler werden kann. Ja, und die nächste und damit auch letzte Frage des dieswöchigen Vlogs ist How to Beat Rally. Das bezieht sich wieder auf den Grand Prix Brüssel und es sind vom Sebastian ein paar Karten aufgeworfen worden, die gut sind dagegen. Infinite Obliteration, ja klar, ist eine super Karte. Dagegen, wenn der Husk weg ist, also kann er dich nicht mehr combo, er kann natürlich noch immer gewinnen, aber der Combo-Kill ist raus aus dem Deck. Burn Away mag ich persönlich nicht so gerne, weil er kann die Kreatur vielleicht irgendwie opfern im Response und das dann fließen lassen. Und das wirkt irgendwie nicht besonders zielführend. Heyload Moonlight, ja, wie du sagst, kann man im Main-Deck spielen, ist eine feine Sideboard-Karte dagegen. Ich meine, sonst kann man cyclen, wenn es nichts tut. Von dem her nie komplett tot. Mag ich. Und die beste Karte gegen das Deck, die nicht auf deiner Liste steht, ist Dispel. Das ist das, warum das Deck so viel stärker geworden ist, weil die Leute weg davon gegangen sind, Dispels Main-Deck zu spielen. Ja, macht schon einen gewaltigen Unterschied, weil das Chase Game Matchup ist für das Rally jetzt nicht großartig. Ja, der hat Counterspells, der hat eine schnelle Glock, die Glock ist noch dazu unblockbar. Ja, Mantis Rider hat er keine Antwort drauf und mit den Counterspells und cheapen Removal kann man ihm einfach austempern. Von dem her glaube ich auch, dass die schlechten Matchups sind die blauen Decks für Rally, also jedes Deck mit einer halbwegs schnellen Glock und Counterspells, das sind halt im jetzigen Format Dark Jeskai und Esper Dragons, allerdings nur Esper Dragons, weil die Glock vom anderen Esper Deck ist relativ langsam. Also mit Ugin auf Turn 8, und eigentlich kann man ihn auch erst so Turn 10, 11 spielen, weil man immer Counter-Backup haben muss.
Also ich glaube, mit Esper Dragons und mit Jeskai ist man gut beraten gegen Rally. Gut, das war's für diese Woche. Ja, danke für eure ganzen Fragen, sie waren großartige dabei. Die ganzen anderen Fragen zu, wie gesagt, Pro-Player und so weiter, machen wir nächste Woche. Ja, sonst danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen bei der Verlosung und Gratulation an alle Sieger. Also nochmal, es ist O'Brien für die Trinkflasche, Patrick Tomenic für das T-Shirt, Manuel Pavlichenko für das Goodie-Pack und Alexander Rechberger für den Hedron. Gut, danke und wir sehen uns nächste Woche.